man kann diese Zeiten am deutlichsten sehen in ihren Tänzen. Und die Kirche hat auch versucht, ihnen ihr Lachen, ihr Vergnügen, ihre Lebenslust, ihre Lebensfreude auszutreiben, denen sie alles verboten hat. Zeit, Raum und Bewegung. Man kann sagen, dass der Tanz eine Bewegung ist, die den Raum einer Zeit abbildet.